Hallo Carrera-Freunde, in diesem Video geht es um Carrera Digital 132, das heißt wir verlassen jetzt den Bereich der 124er und kümmern uns mal um die kleinen Fahrzeuge, um den kleinen Maßstab. Ich wurde hier in den Kommentaren und auch per E-Mail schon angefragt, wann ich mal was zu den kleinen mache. Ich starte hier mit der Serie dazu und es wird losgehen auch hier mit einem Reifentest, und zwar vergleiche ich die Ortmann-Reifen, die jetzt im Moment auf diesem Porsche aufgezogen sind, mit BRM-Reifen. Zum Auto oder zu dem Test an sich ist zu sagen, Fahrzeug ist wie immer bei mir ohne Magnet. Ich habe kein Blei im Auto im Moment, ich habe neue Schleifer drauf. Vorne habe ich die Originalreifen noch drauf, die sind rund geschliffen. Die Ortmann-Reifen hinten sind natürlich auch geschliffen. Und ansonsten ist das Auto im Originalzustand. Also es wurden keine Maßnahmen durchgeführt, irgendwie um Gewicht zu erleichtern oder eben mit Blei auszutrimmen. Das ist alles sozusagen im jungfräulichen Zustand. Da ich jetzt auf meiner Bahn schon ewig lang keinen 132er mehr gefahren bin, muss jetzt erstmal den Staub auf der Bahn runterkriegen, Grip auf die Bahn fahren. Das heißt, es stehen jetzt 100 bis 200 Runden auf jeden Fall mal an mit den Ortmann-Reifen. Danach ziehen wir die BRM-Reifen auf und schauen mal, was wir für Zeiten rausbekommen. Dann würde ich sagen, starten wir den Test. Los geht's. Die Hunde warten eh schon, die sind ganz heiß drauf. Freuen sich natürlich über viele Runden, werden auch die ganze Zeit an der Bahn sitzen. Also sie sitzen da hinter mir auf zwei Stühlen und bleiben in der Regel auch bis zu 3 Stunden hier sitzen und verfolgen das Rennen. Also ich melde mich dann gleich mit den Ergebnissen der Ortmann-Reifen und ja, berichte dann davon. Bis gleich. Also ich habe jetzt die BRM-Reifen 20x11 aufgezogen, völlig ungeschliffen, einfach mal drauf und getestet. Ich bin jetzt gefahren von den Zeiten her eine 796 mit den ungeschliffenen BRM-Reifen. Mit den Ortmann-Reifen zuvor hatte ich eine 7759. Das heißt, ich bin eigentlich schon ja, grob ja, 2/10 sind so um 2/10 an den Ortmann-Reifen dran. Fazit jetzt aus diesem Test mit den ungeschliffenen Reifen: Sie sind überraschend rund zu fahren. Also ich habe jetzt keinen Holpern irgendwie auf der Hinterachse, obwohl die Reifen ungeschliffen sind. Das war schon mal gut. Was negativ war: Ich habe ganz seltsame Abflüge an Stellen, wo ich sonst nicht abfliege. Also am Kurvenausgang beim Rausbeschleunigen ging das Auto öfters mal ab und ab und zu auch beim Einbremsen, aber vorwiegend beim Rausbeschleunigen. Liegt jetzt vorwiegend daran, dass die Kanten halt noch nicht geschliffen sind. Die Reifen haben eine ziemlich starke Kante, ist auch ein leichter Grat dran. Und ich fahre eigentlich die Reifen mit mehr Radius auf der Außenkante. Das heißt, ich bin jetzt so diesen Reifen auch gar nicht gewohnt und habe deswegen natürlich auch viele Abflüge, weil natürlich die Beschleunigungspunkte und auch die Bremspunkte sich dadurch verändern. Aber wir machen einen zweiten Teil vom Test auch und da werde ich die Reifen natürlich schleifen. Was ich jetzt aber im Anschluss mache, es gibt ja noch einen zweiten Reifensatz von BRM, nämlich den 19x10 und eben wie gesagt, hier drauf ist der 20x11. Den 19x10 werde ich jetzt aufziehen und fahre einfach mit den ungeschliffenen Reifen. Schauen wir mal, wie das so aussieht. Gut, den Test mit den schmaleren Reifen, den breche ich jetzt ab. Hat einfach den Grund, wenn ihr es mal anschaut, ich hoffe, man kann es erkennen, die Reifen, die haben so heftigen Grat innen und außen, dass das Fahren jetzt mit ungeschliffenen Reifen wirklich keinen Sinn macht. Also ich bin mit einer Rundenzeit so von 8,3 aufwärts unterwegs. Zum Vergleich nochmal mit dem größeren ungeschliffenen BRM-Reifen, mit dem 20x11. Hatte ich hier eine Zeit von 7,9, also knapp unter 8. Und das ist hier bei Weitem nicht möglich mit den kleineren Reifen. Wobei ich glaube, wenn der Radius an der Außenkante ein ordentlicher Radius eingeschliffen ist und die Kante hier innen auch optimiert ist, dass die Reifen eventuell sogar schneller sein könnten auf dem Porsche als die breiten Reifen. Ich bin mir hier noch nicht sicher, ist jetzt einfach mal so ein Bauchgefühl. Wir werden den Test ja noch machen. Und hier nochmal seht ihr die zwei Reifen. Also ich habe mir von jeder Größe hier 5 Paar gekauft. Und wenn man in die Tüte reinschaut, also jetzt bei meiner Lieferung, die ich hier habe, ist es wirklich so, dass die Breiten haben außen eine ganz ordentliche Kante. Da ist kaum Grat zu sehen, innen leichter Grat zu erkennen. Und bei den 19x10 Reifen ist es so, dass die Reifen innen und außen fast alle
einen ordentlichen Grat haben. Heißt also, ohne Reifenschleifmaschine sind diese Reifen jetzt so nicht zu gebrauchen. Was ich zu diesem Zeitpunkt nicht wusste, es sollte noch viel schlimmer kommen. Ich habe einfach begonnen, die BRM-Reifen auf meiner Schleifmaschine so zu schleifen, wie ich sonst auch vorgehe, also bei Carrera-Reifen oder bei Ortmann-Reifen. Ich verwende das Schleifpad, das ihr seht, bewegt es leicht hin und her und habe eine Spannung von 5 Volt an die Reifenschleifmaschine angelegt. Wenn ihr euch den rechten Reifen anschaut, da ist es ganz besonders deutlich, der Reifen wirkt, als ob er zu heiß wurde. Deswegen habe ich dann versucht, mit Wasser zu kühlen und habe den Schleifvorgang nochmal wiederholt. Wie sich aber herausgestellt hat, war der Reifen nicht so heiß. Es muss eine andere Ursache haben, dass dieser Schleifvorgang so in die Hose ging. Der Nassschleifvorgang zeigt eine minimale Verbesserung. Ich habe dann weiter versucht, mit Klebeband, also mit diesem Panzerband hier und Abziehen, die Brösel vom Reifen runterzubekommen. Hat aber auch nicht funktioniert. Ihr seht, auf dem Klebeband bleibt fast nichts kleben. Das Klebeband bleibt weiß. Im nächsten Versuch habe ich Schleifpapier der Körnung 180 genommen und habe nass über den Reifen drüber geschliffen. Also ich habe erst den Reifen befeuchtet und dann bin ich mit diesem Schmirgelpapier immer von innen nach außen mit ganz minimalem Druck über den Reifen drüber. Dieses Nachschleifen macht natürlich nur dann Sinn, wenn man wirklich ausschließen kann, dass der Reifen im erstmaligen Schleifvorgang wirklich nicht zu heiß wurde. Wurde der Reifen einmal zu heiß, das ist ja beim Carrera-Reifen auch das Gleiche, dann macht es keinen Sinn mehr, überhaupt weiter zu schleifen. Der Reifen ist dann meistens wirklich kaputt. Hier besteht aber weiterhin noch Hoffnung. Auch dieser Versuch mit dem 180er Papier hat nicht wirklich zum glatten Reifen geführt. Also ein Baby Bobbers glatter Reifen sieht wirklich anders aus. Da müssen wir uns noch was anderes einfallen lassen. Also wieder ab auf die Bahn und Runden abspulen. Kurzer Zwischenstand nach gefahrenen 50 Runden. Und ich habe jetzt nach den 15 Runden mit Klebeband abgezogen. Und auf einmal sehen die Reifen eigentlich ganz gut aus. Das wird immer besser. Man sieht es auch in den Rundenzeiten. Ich bin jetzt, meine beste Zeit jetzt am Schluss war eine 7,7. Das entspricht der Zeit, die ich auch mit den Ortmann-Reifen gefahren bin. Bei der angelegten Bahnspannung. Der andere Reifen sieht noch nicht so gut aus. Ich fahre jetzt einfach mal weiter, nochmal 50 Runden und schauen wir mal, wie es dann aussieht. Hier seht ihr jetzt das Ergebnis nach weiteren 50 Runden. Also ich bin jetzt bei 100 Runden in Summe mit den Reifen, die ich mit dem 180er nass geschliffen habe. Dann ziehen wir kurz ab und schauen uns dann die Reifen nochmal an. Also Brösel sind weg, Reifen sieht alles andere als optimal aus, aber ist schon wesentlich besser zu fahren als vorher. Dann habe ich den 19x10 aufgezogen auf die Felge und habe auch versucht, die Kante mit der Feile mal besser hinzubekommen. Aber die Feile, obwohl ich ohne Druck gearbeitet habe, hat die Kante völlig ausgefranst. Also irgendwas ist da schief gelaufen. Ich habe die Reifen nur nass geschliffen, aber das bildet hier dauernd so ja, diese Fusseln und ich probiere es jetzt halt mal zu fahren, aber gut aussehen tut es schon mal nicht. Nach 50 Runden und Abziehen sehen die Reifen so aus. Nach weiteren 50 Runden das Ergebnis hier. Dann versuche ich alles mal zusammenzufassen. Also ich habe versucht, die BRM-Reifen so zu schleifen, wie ich Carrera-Reifen oder Ortmann-Reifen auf der RSM auch schleife, also mit meinem Schleifpapier. Und das Ganze hat nicht funktioniert. Da haben sich Kügelchen gebildet, es hat sich schmierig angefühlt, also als ob der Reifen zu heiß wurde. Wurde er aber komischerweise nicht. Ich habe dann im zweiten Versuch versucht, nass zu polieren, um den Reifen kühl zu halten. Da waren die Effekte besser. Ich habe mit einem 180er Körnung nass den Reifen geschliffen. Hat natürlich ein Problem, wenn ich so frei Hand schleife, werde ich den Reifen nie plan bekommen. Und wenn ich einen Höhenschlag praktisch drin habe im Gummi, werde ich den mit der Hand nicht rauspolieren können. Ich werde immer
mit der Bewegung diesen Höhenschlag mitgehen auf der Schleifmaschine. Deswegen ist jetzt hier kein optimales Ergebnis herausgekommen. Wenn ihr Erfahrungen habt, wie ihr die BRM-Reifen schleift oder wie es am besten funktioniert, schreibt mir bitte in die Kommentare, dann probiere ich das aus und mache dann nochmal einen zweiten Test. Jetzt muss ich so zufrieden sein mit dem, was ich habe. Überraschend war der erste Teil des Tests, also Originalreifen von BRM aus der Tüte raus, aufs Auto drauf und fahren. Da konnte man magnetlos schon einigermaßen gut fahren, war natürlich weit weg von meinen Zeiten, die ich mit dem geschliffenen Ortmann-Reifen hinlegen kann auf der Bahn. Also ist gar nicht vergleichbar. Im zweiten Versuch nach dem Schleifen sind die Zeiten der BRM-Reifen jetzt für den, mit dem breiten und dem schmalen jeweils um gute 2 bis 4 Zehntel schneller geworden, bin aber immer noch weit weg von den Ortmann-Reifen, von den Durchschnittszeiten her. Hin und wieder kam eine schnelle Rundenzeit zustande mit dem BRM-Reifen in Richtung Ortmann-Reifen. Aber ich werde, also ein Rennen, wenn man mit dem Porsche jetzt fahren würde, einmal Ortmann-Reifen, einmal BRM-Reifen drauf, keine Chance. BRM wäre jetzt erstmal noch unterlegen. Ist natürlich schön, so das Resultat auch, weil jetzt kann man mal rumprobieren und versuchen, den BRM-Reifen noch so hinzubekommen, dass ich noch näher an Ortmann rankomme. Ob es funktioniert, weiß ich nicht. Ich werde dann noch einen Test machen. Wenn euch das Ergebnis dann interessiert und ihr das Video nicht verpassen wollt, abonniert schon mal den Kanal. Test wird auf jeden Fall kommen. Vielleicht auch, wenn ihr mir Methoden empfehlen könnt, eben wie ich diesen BRM-Reifen optimal vorbereiten kann. Ich zeige euch jetzt die Reifen nochmal. Man sieht, Ortmann-Reifen sieht nach wie vor gut aus. Der schmale BRM-Reifen ist an der Kante ordentlich ausgefranst. Vor allem der äußere Reifen bei mir, wisst ihr, ich habe viele Rechtskurven, also der linke Hinterreifen hier ist ausgefranst. Dann der breite BRM-Reifen sieht besser aus. Wenn man nach dem Schleifen, nach dem Polieren auf die Bahn geht, die Zeiten sind ja bei Ortmann oder Carrera-Reifen dann meistens die schnellsten. Frisch polierter Reifen ist einfach am besten. Bei BRM hat sich's anders verhalten. Ich bin ja immer gefahren, so nach 20 Runden habe ich mit Klebeband den Reifen abgezogen und danach hat der Reifen immer besser ausgesehen. Ist jetzt auch so, ich ziehe es euch gleich nochmal ab und halte sie euch in die Kamera. So sehen die jetzt aus. Und man sieht, es ist eigentlich ein besseres Ergebnis erzielt worden hier durch längeres Fahren als durch Schleifen. Ob das Sinn und Zweck ist von dem Reifen, weiß ich nicht. Ich werde auch bei BRM direkt anfragen und alle Antworten, die ich jetzt bekomme, lasse ich in das nächste Testvideo der BRM-Reifen einfließen. Also, wenn es euch gefallen hat, bitte Kanal abonnieren und vor allem schreibt mir in die Kommentare, wie ihr die BRM-Reifen vorbereitet. Würde mich sehr darüber freuen. Wir sehen uns im nächsten Video. Roland, bis dahin, slotblog.de.